Hallo meine Lieben, heute melde ich mich mit diesem Video zurück und zwar Schleichwälder sind gefährlich. Ich möchte also eine Ansage dagegen und zwar es geht los. Hey Leute, ich muss heute mit euch über ein ernstes Thema reden. In letzter Zeit sehe ich auf YouTube immer mehr Videos von kleinen Mädchen. Kleinen Mädchen? Okay. Ich bin zwar noch 11 Jahre, spiel mit Schleich, aber wir sind immerhin keine kleinen Mädchen, ne? Die mit Schleichpferden spielen. Und? Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber diese Schleichpferde werden von den Eltern dieser Kinder als teure Modellpferde verkauft. Teuer. Aha. Schleichpferde sind nicht teuer. Also, der hat überhaupt keine Ahnung, dieser dumme Jugendliche da. Wir Schleich-YouTuber, wir kennen uns alle viel besser mit Schleich als du da. Also, du bist total dumm. Ehrlich, dass du sowas sagst. Leute, die jetzt Angst kriegen, Schleich ist giftig, glaubt diesen Jungen dann nicht. Er zählt nur Scheiß. Schleiß ist nicht giftig. Ich habe das 1000 Mal angefasst und ich lebe ja noch, ne? Ich habe das schon seit ganz vielen Jahren geschleicht. Angefasst 1000 Mal, kein Krebs, kein gar nichts. Tja, leider ist es so, dass diese Schleichpferde extrem billige Plastikpferde sind. Schleichpferde bestehen aus Hartgummi, das sind keine Plastikpferde. Eben hieß es noch zu teuer, jetzt auf einmal billig. Ja, Schleichpferde sind aber nicht zu billig. Schleichpferde haben genau den passenden Preis, also genau den richtigen Preis. Schleich ist eine gute Firma, eine sehr gute Firma. Und es wird auch handgemacht. Es wird ein bisschen Maschine, aber es wird sonst alles mit der Hand gemacht. Und Schleich ist aus Hartgummi und nicht aus Plastik. Die aus giftigen Stoffen. Ja, giftige Stoffe, jojojo. Erzähl ruhig weiter. Hergestellt wurden. Wenn man diese Schleichpferde zu lange anfasst, dann bekommt man Krebs. Ja. Ich habe die schon ganz lange angefasst und ich bekomme deswegen keinen Krebs, Leute. Ich habe keinen Krebs bekommen. Also der hat sie doch wohl nicht alle. Der ist total bescheuert. Die Eltern, ihren Kindern diese Pferde geben, möchten sie langsam über einen längeren Zeitraum umbringen. Hallo? Tickst du nicht mal ganz richtig? Meine Eltern wollen mich doch nicht mit Schleich umbringen. Also, unsere Eltern haben uns lieb und wollen uns nicht damit umbringen. Boah, du hast gar keine Ahnung, du bist total dumm. Und, ja, du spinnst einfach. Längere Zeit rum umbringen. Du hast sie doch wohl nicht alle. Ehrlich. Du bist so bescheuert. Jugendliche, ihr Jugendlichen, ihr habt überhaupt keine Ahnung. Ihr seid total dumm. Wollt nur kleine Kinder ärgern, die sich noch gar nicht so gut wehren können. Naja, wir, aber wir großen 11-Jährigen zum Beispiel jetzt, oder 10, 12, 13, 14, ja, okay, 14 ist schon jugendlich, aber wir 11-Jährigen, 10, wir können uns, also 8 auch, 8-Jährige, egal wie alt jetzt, so bis 7 so hin oder 6, wir können schon ganz gut wehren, ne? Wir lassen uns nicht so einfach von euch Angst einjagen oder so runter machen. Ja. Ohne, dass sie es merken. Ohne, dass sie es merken. Das Problem dabei ist, dass die Kinder darauf reinfallen, weil sie... Hallo, reinfallen? Meine Eltern würden sowas nicht kaufen. Reinfallen. Ich habe ganz schön viel Schleich in meinem Zimmer. Aber das ist total dumm, was der da erzählt. Leute, hört nicht auf den. Pferde mögen. Und sie glauben ihren Eltern natürlich auch. Und das ist das Traurige. Traurige? Unsere Eltern wollen uns doch nicht umbringen lassen. Kinder vertrauen ihren Eltern, die sie eigentlich umbringen möchten mit diesen giftigen Nein, unsere Eltern wollen uns nicht umbringen. Und es gibt Spielzeuge, die sind zum Beispiel giftig, aber nicht Schleich. Und manche Dinge,
die giftig sind, dass manche Dinge wissen die Eltern nicht, dass sie giftig sind. Da können unsere Eltern auch nichts für. Aber die wollen uns niemals umbringen. Unsere Eltern haben uns lieb, du tickst nicht mehr ganz. Du bist echt so dumm. Weichpferden. Und sie denken allen Ernstes, dass das teure Modellpferde sind. Modellpferde sind es? Sie sind nicht zu teuer, nicht zu billig, sie sind genau richtig. Und jetzt halt einfach mal deinen... halt einfach mal deinen Mund, hör auf, so einen Scheiß zu erzählen. Ja? Hör auf! Du machst anderen kleinen Kindern, die jetzt zum Beispiel 5 Jahre alt sind oder 6, Angst damit ein. Angst machst du denen damit. Und dann kann es passieren, dass die auf einmal nicht mehr ihren Eltern etwas trauen. Oder sich die dann gar nichts mehr, die das nicht verstehen können. Ich kapiere das einfach nicht. Du tickst nicht mal ganz. Du bist nicht alleine hier. Ja? Wir großen Kinder, wir wissen, dass das nicht echt ist, was du da erzählst. Aber kleine Kinder denken, dass du die Wahrheit sagst. Die verstehen das noch nicht ganz. Sie bekommen die richtig dolle Angst. Also, du hast sie ehrlich nicht mehr alle. Schleichpferde, die werden für 2 oder 3 Cent pro Stück in China angefertigt. Ja, in China, aber nicht für 3 Cent. Ja? Vielleicht ist in China 3 Cent, ich weiß nicht ganz genau, aber auch in Deutschland. Und die Pferde sind gut. Vielleicht sind die in China schlecht, die Schleichpferde. Aber doch nicht in Deutschland. Und eigentlich habe ich auch Pferde aus China da, die in China hergestellt worden sind, die Schleichpferde davon. Aber ich bin trotzdem noch nicht tot. Ich habe die vielleicht schon so, ja, ich lebe hier schon 11 Jahre auf der Erde. Und ich habe vielleicht etwas weniger als 11 Jahre, aber schon ganz viel Schleich auf meinem Hof, richtig viele. Und ich bin immer noch nicht tot. Schleich riecht nach gar nichts, das ist alles gut. Boah, du spinnst. Ich hasse solche jugendlichen YouTuber, denn ich finde sowas scheiße. Und sie sind giftig. Sie sind dazu. Sie sind nicht giftig, hör auf, so einen Schwachsinn zu reden. Da, um euch umzubringen. Nein, sind sie nicht. Halt endlich deine Klappe, dann ist es gut. Und hör auf damit, ja? Ja? Wenn du denkst, dass Schleichpferde giftig sind, ja, okay. Dann halte ich eben von Schleich fern. Aber hör auf, so einen Quatsch zu erzählen. Und es gibt ja auch kleine YouTuberinnen, die 6 sind, die mit ihren Eltern Videos machen, YouTube gucken und dann deine Videos sehen. Und dann bekommen die Schiss und wollen nie wieder Schleich spielen. Also dann bekommen die richtig Schiss, wollen nicht mehr, dann trauen sich gar nicht mehr dann in ihr Zimmer rein. Wollen nichts mehr spielen, gar nichts. Die werden dann nur noch bei ihren Eltern, kriegen Albträume. Hör auf, so einen Scheiß zu erzählen, bei kleinen Kindern nämlich. Weil zum Beispiel jetzt, Family Fun oder so. Oder alles Ava. Da sind ja, ist ja noch die kleine Lulu und die kleine Ava bei. Und es gibt noch jüngere Kinder, auch Spielzeugtestern, da sind so kleine Kinder bei. Ich finde die Kanäle super, aber es kann auch sein, dass sie das nicht verstehen. Und dann bekommen die Angst. Auch wenn die Eltern denen sagen, das stimmt nicht, die bekommen Angst. Und jetzt hör auf, so einen Scheiß zu erzählen. Und es rast dich richtig aus. Bitte, Kinder. Hört auf, mit diesen Schleichpferden zu spielen. Ganz bestimmt nicht. Du willst nur ihr blöden Schleichhasser oder Angsthaber, dass Schleich auf einmal giftig ist. Es hat irgendwann so 2018 angefangen. Ihr wollt doch nur, dass es Schleich das Thema auf YouTube nicht mehr gibt, weil ich als Jugendliche das so nervt, dass alle YouTuber fast nur noch aus Schleich, die Hälfte aus Schleich-YouTubern besteht. Ihr habt so Angst, ihr wollt doch nur noch einen dummen jugendlichen Kram da haben, ne? Wir Kinder, wir sind auch genervt von eurem blöden jugendlichen Kram. Manchmal. Und wir haben einfach, es ist einfach total blöd. Ne? Macht keine YouTube-Videos mehr. Ja, und du willst auch, und auch, dass wir Großkinder, wir Kinder, keine Videos mehr machen, damit nur ihr Jugendlichen euren tollen YouTube-Platz habt. Vergesst es.
Vergesst, es sind so viele YouTuber, mehr als 1000 YouTuber, das wird nichts bringen. Versucht's weiter. Es sind so viele, die die Schleich lieben und niemals aufhören werden, die an so einen Quatsch nicht glauben. Ne? Also, egal was du tust, du schaffst es nicht. Wenn ihr Schleich noch weiter eine Werbefläche gibt, ihr müsst sofort eure gesamte Schleichpferdesammlung wegwerfen und eure Eltern bei der Polizei anzeigen. Hast du sie noch alle? Schleiche wegschmeißen und die Eltern bei der Polizei anmelden? Hast du sie noch alle? Am liebsten würde ich dich jetzt an der Polizei anmelden. Du hast sie doch nicht alle. Leute, glaubt denn kein Wort? Boah, ich glaube es ja wohl nicht. Bitte, tut es für euch. Es darf nicht so weitergehen. Es sind schon einige Kinder an dieser Geschichte gestorben. Das könnt ihr im Internet nachsehen, wenn ihr mir nicht glaubt. Jo. Das Internet sagt auch nicht immer die Wahrheit. Boah, ich hasse euch scheiß Jugendlichen manchmal echt. Nicht alle Jugendlichen sind doof. Aber manche von euch sind so dämlich. Die verderben uns den ganzen Spaß. Und ich sag's dir nur. Wir hören nicht auf den Schleich. Ich verlinke euch den Artikel in der Beschreibung. Passt auf euch auf. So, das war's, meine Lieben.